In dem Video gehen wir durch die kompletten Streamlabs OBS-Einstellungen, damit ihr eure Streams und Videos in bestmöglicher Qualität aufnehmen könnt. Bleibt bis zum Ende dran, am Ende gibt es nämlich noch einen wichtigen Tipp, wie ihr beeinflussen könnt, dass Streamlabs von Windows mehr Ressourcen bekommt, falls viele Programme gleichzeitig viele Ressourcen brauchen. Wenn ihr in Streamlabs seid, solltet ihr als allererstes hier unten auf diese drei Säulen klicken und dann könnt ihr hier durch Anklicken auswählen, ob ihr diese Live-Statistiken sehen wollt und ihr solltet auf jeden Fall alle ausgewählt haben. Denn dadurch könnt ihr einmal sehen, ob eure CPU zum Beispiel überlastet ist oder auch, ob euer Stream oder eure Aufnahme am Laggen ist. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das Fenster hier wieder schließen und ihr seht dann hier unten alle vier Live-Statistiken ausgewählt. Als nächstes gehen wir in die Einstellungen und dann als erstes auf Ausgabe. Hier könnt ihr euren Output-Mode auf Advanced stellen. Standardgemäß ist der nämlich auf Simple. Und dadurch, dass ihr den auf Advanced eingestellt habt, könnt ihr dann wirklich alle Einstellungen detailliert machen. Die Settings, die ich euch jetzt gleich gebe, sind, wie auch schon im Titel steht, darauf ausgelegt, wirklich die beste Qualität zu haben. Dadurch ist es aber auch so, dass es für den Computer etwas anstrengender ist. Wenn ihr die Settings übernommen habt, guckt auf jeden Fall nach, ob euer PC das Ganze schafft und falls nicht, auf meinem Kanal habe ich ein Video gemacht, wie ihr euren Computer ein bisschen entlasten könnt. In dem Video beziehe ich mich zwar auf das normale OBS, für Streamlabs OBS gilt aber genau das gleiche. Also wir fangen unter Streaming an. Als Encoder wählt ihr, falls ihr eine Nvidia Grafikkarte habt, Hardware NVENC New. Solltet ihr keine Nvidia Grafikkarte haben, wählt ihr hier Software X264 aus. Das bedeutet dann, dass nicht eure Grafikkarte euren Stream encodet, sondern eure CPU. Für alle, die bei Encoder X264 auswählen müssen, blende ich euch hier mal kurz einen Screenshot ein, was die richtigen Settings sind. Da es für die CPU ziemlich anstrengend ist, den Stream zu encoden, werdet ihr dadurch deutlich FPS verlieren, wenn ihr im Stream oder der Aufnahme noch am Zocken seid. Falls eure CPU das Ganze nicht schaffen sollte, ihr könnt die Qualität von Medium auf Fast oder wenn nötig sogar auf Fast darunter stellen. Dadurch entlastet ihr zwar eure CPU, aber die Qualität wird auch etwas schlechter. Okay, im Weiteren gehen wir davon aus, dass ihr als Encoder Hardware NVENC New habt. Den Haken bei Enforced Streaming Service Encoder Settings lasst ihr weg und als Qualitätsregulierungsmethode wählt ihr CBR aus. Wenn ihr auf Twitch streamt, dann wählt bei Bitrate 6000 aus. Wenn ihr auf YouTube streamt, könnt ihr bei Bitrate 9000 auswählen. Bevor ihr euren Stream startet, macht einen Speedtest von eurem Internet und guckt nach, ob euer Internet schnell genug ist. Hier müsst ihr auf den Upload-Wert gucken. Da ihr natürlich auch noch ein kleines Puffer für andere Anwendungen braucht, solltet ihr bei einer Bitrate von 6000 mindestens 7 bis 8 Mbits Upload haben. Bei einer Bitrate von 9000 mindestens 10 bis 11 Mbits. Falls euer Internet zu langsam ist, müsst ihr die Bitrate etwas runterstellen, dadurch wird eure Quali aber auch was schlechter. Als Keyframe-Intervall wählt ihr 2 aus, bei Voreinstellung Qualität. Ihr könntet zwar auch maximale Qualität auswählen, laut Nvidia selbst ist das Ganze dann aber deutlich anstrengender für eure Grafikkarte und die Qualität wird nur so minimal besser, dass es wenn überhaupt nur minimal auffallen würde. Bei Profil wählt ihr High, Look Ahead und Psycho Visual Tuning wählt ihr beide aus, GPU bleibt auf 0 und maximale B-Frames auf 4. Wenn ihr das eingestellt habt, gehen wir wieder hoch und auf Recording. Bei Recording Format wählt ihr MP4 aus, Audio Track könnt ihr hier auswählen, welche Audiospuren in eurer Aufnahme mit zu hören sein sollen und unter Recording wählt ihr auch wieder Hardware NVENC New aus. Bei Qualitätsregulierungsmethode wählt ihr dieses Mal nicht CBR, sondern VBR aus, bei Bitrate 60.000 und maximale Bitrate 100.000. Das bedeutet, dass Streamlabs selber guckt, ob eine Bitrate von 100.000 benötigt wird und wenn nicht, die Bitrate bis höchstens 60.000 runterstellt. Die restlichen Einstellungen sind wie auch schon bei Stream, also Keyframe Intervall 2, Voreinstellung Qualität, Profil High, Look Ahead und Psycho Visual Tuning beide ausgewählt, GPU 0 und maximale B-Frames 4. Dann geht ihr wieder hoch und auf Audio und hier solltet ihr nur gucken, dass bei jeder Spur wirklich 320 als Audio-Bitrate ausgewählt ist. Wenn ihr das habt, dann klicken wir auf Audio hier an der Seite und gucken hier nur ganz kurz, dass bei Sample Rate 48 kHz eingestellt ist. Unter Video solltet ihr beide Werte hier auf 1920x1080 haben. Downscale Filter Lanchos, FPS Type Common und FPS Value 60. Das bedeutet ganz einfach, dass ihr in 1080p mit 60 FPS aufnehmt und auch streamt. Als nächstes gehen wir hier auf Erweitert und bei Process Priority wählen wir High aus. Color Format wählen wir NV12 aus, hier 709 und hier Partial. Wenn ihr als Encoder NVENC New habt, dann lasst ihr das ausgewählt, wenn ihr X264 habt, dann nicht. Dann gehen wir hier weiter runter, bis ihr hier bei Netzwerk hinkommt. Hier müsst ihr darauf achten, dass ihr die beiden Sachen nicht ausgewählt habt und Low Latency Mode ausgewählt. Das ist vor allem für diejenigen wichtig, die auch streamen wollen und nicht nur aufnehmen. Für die letzte Einstellung, die ich schon ganz am Anfang angesprochen habe, müssen wir einmal aus Streamlabs rausgehen. Und zwar müsst ihr einstellen, dass ihr Streamlabs immer im Administrator-Modus ausführt. Dafür sucht ihr euch hier eure Desktop-Verknüpfung raus, macht dann einmal Rechtsklick, dann Dateifahrt öffnen, dann wird das hier schon gehighlightet, dann könnt ihr da einmal nochmal Rechtsklick drauf machen,
dann Eigenschaften und bei Kompatibilität könnt ihr hier Programm als Administrator ausführen, einmal den Haken setzen. Dann, wenn ihr das gemacht habt, auf Übernehmen, okay, und dann könnt ihr das wieder schließen. Und dann sollte hier einmal dieses Zeichen kommen. Das bedeutet halt, dass StreamApps immer als Administrator ausgeführt wird. Es kann sein, dass ihr auch vielleicht erstmal den Computer neu starten müsst, bevor das übernommen wird. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!